So, jetzt aber. Wir fangen an. Genau, wir hatten Swirly Swirl genommen. Achso. Kann ich nur für Optionen nehmen? Ich kann nicht mal Mono gehen. Interesting. Eine Kopfhörer? Wäre hier ein Unterschied? Und zur Not stelle ich es aufs Leicht, ne? So, Abenteuer. Let's go! Halt, das nehmen wir mit. So. Was war denn das nochmal? Was sind diese blauen Dinger nochmal? Soll man die nicht sammeln? Nee, was ist dieses Blaue? Da oben ist halt nix. Da ist halt nix! Hm, dieses komische Tier habe ich schon mal in meinem Bilderbuch gesehen. Was stand da nochmal? Ach ja, wenn du dich an einem seiner Anker hängst, hängt es sich an deinen Arm. Moment. Wenn du dich an einen seiner Anker hängst, hängt es sich an deinen Arm. Schüttel dich oder schlag es, um es loszuwerden. Falls dir das nicht gelingt, lass los und rutsche den Abhang hinunter. Habe ich es geschlagen? Upsi. Du wolltest nicht mal schlagen. Oh. Das sind Spikes am Boden. Die habe ich nicht gesehen. Ja, meine Aufmerksamkeit ist nicht so perfekt in dem Spiel. Das gebe ich zu. Ja, warte mal. Kann ich einfach schon gehen? Ah. War anscheinend ein Level. Chat, wir können Dave jetzt alle auf den Kopf spucken. Sieh. Spiel FTL und hab Spaß. Die Musik ist ein bisschen mysteriös. Ich weiß ja nicht, wo ich hin soll. Ach, diese Viecher wart ihr. Ja, ja, ja. Aha. Stimmt, die kitzeln einen, hieß es. Hold on. Oh, wirklich? Das hat wehgetan? Ja, ich schnall's gerade nicht. Die Viecher sind nervig! Ich lache, ey. Mike, mach mal anders machen, so. Okay. Kann die wegwubbeln? Bringt mir halt nicht. Wait, what? Der ist einfach aufgegangen? Immer diese Streamer, die nicht in die Kamera gucken. Hallo Godbrit. Wunderschönen guten Abend. Wieso ist das aufgegangen? Ich bin verwirrt. Hallo verwirrt, wir sind Chat. Ah? Da komme ich doch jetzt einfach auch nur wieder da raus, wo ich herkomme, ne? Lassen wir das mal. Aber da komme ich nicht durch, ne? Ne. Da komme ich aber auch nicht mehr durch. Oh. Hm.
Ne. Lächel mal kurz in die Cam und schau in den Chat. Ja. Ich gucke in den Chat. Was? Dein Lieblingsmod. Was? I guess Lance? Danke für deinen Euro. Da muss Dave nicht lesen, was er die ganze Zeit so schreibt. Ja. Genau, ich bin schüchtern. Worum geht's genau? Hä, wieso ich? Wo bin ich denn nett? Ducati ist nie nett. Ganz, ganz schlimm. Kontext? Danke für die Donation, aber aha. Ich nichts verstehen. Er kann donaten, aber er kann nicht antworten. Wart einfach. Wenn Lance mir wieder was sagen will, muss er halt donaten. Was ist das? Was ist das? Oh. Wenn ihr mir momentan was sagen wollt, müsst ihr halt donaten. Oh, jetzt ist das offen. Das ist aber nicht Timing, oder? Kann man Zeit lassen, bis ich dahin muss. Jetzt ist hier wieder zu. Ach so, nee, jetzt muss ich da unten lang. Oh nein. Genau, jetzt sind wir hier. Plums, plums. Und dafür fehlt... Ah. Ich wollte dem Brot nochmal Aufmerksamkeit geben. Ach so. Ja, ich habe nicht, was ich brauche, damit das aufgeht. Aber das haben wir offen. Komm, wird klein. Pack die Stacheln ein, sehr gut. Noch einer. So, jetzt haben wir's. Ach, ich muss wieder oben blunken. Oh mein Gott. Das ist ja billiges Content-Strecken hier, oh, scheiß Game, ey. Manche davon einfach versteckt sind, ne? Einfach die Viecher benutzen, damit die mich da durchschubsen. So. So, wir wissen ja, dass man das so jetzt aufmacht. Junk, junk, junk. Und fertig. Schönes Level. Worum geht's in dem Spiel? Einfach durchhangeln und ans Levelende kommen. Das alles. Das ist einfach nur. Das war nie offen. Das hat eine Bewegung. Ja, ja, ja. Ich habe noch 14 von 35 Blumen gesammelt. Ha. Ja, das ist eigentlich nur komm durch. Mit der Mechanik, ich muss halt auf dem Touchscreen dahin tappen, also. Ja. Heilen ist am besten. Warte. Ich muss erstmal ihn. Oh. Da läuft jemand weg. Ich habe keine Zeit. Anscheinend muss ich hinterherlaufen. Was ist das? Und was ist das? Da ist ja Geschütztürme. Das ist neu. Im Grunde macht man im Spiel den Dave. Abhängen und schaukeln, genau. Oh no! Okay. Also,
Das ist ja jetzt frech hier. Okay. Nein, zu langsam. Es wird ja noch geschossen in dem Spiel. Hier kann ich mich nämlich festhalten da drüben. Ne, warte mal, ich kann mich umgucken. Ah, stimmt. Sind das Spikes? Nee, ne? Doch, sind es, verdammt. Scheiße. Ich bin mir nicht sicher. Ach, mein Gott. Ich habe nur noch 1 HP. Okay. Durch. Ha! So, was haben wir hier? Also, ich weiß halt auch noch nicht so ganz, was die Story von dem Spiel ist. Außer, dass wir halt der nächste... Also, die wollen, dass wir der nächste Big Boss von unserem Dorf werden. Das habe ich noch im Kopf. So, das muss ich aufmachen. Wir sind zu leicht. Geh mal weg hier. Hallo. Du nervst gut. Na? Ich glaube, ich muss hier lang. Nee. Ich kann mich hier nirgends festhalten. Na? Ist da nichts zum Festhalten? Hä? Ja, deswegen bräuchte ich eine Karte eher. Ist überall nichts zum Festhalten. Ja, von hier kommen wir. Oh, warte mal. Wir können ja fliegen, stimmt. Wenn ich den DS anpuste. Oh. Da war dieses Feature, genau. So, warte. Ich habe den Stein gefunden, den wir brauchen. Gut. Das Pusten waren. Oh, ein Stream mit Dave's Kopfhaut. Genau, hallo Holz. Booster-Feature. Wer ist denn das? Ich weiß es doch gar nicht mehr. Wer rennt denn da vor uns weg? Das ist einfach nur straightforward, das Level. Jo. Ha. Okay, das war Welt 2-2. Das geht also zu einfach.
Genau, Slimy soll das nächste Dorfoberhaupt werden, und er will nicht. Deine aktuelle Quest ist nach deinem Freund Dreiarm suchen. Stimmt, Dreiarm ist weg. Er hat den Call bekommen. Was ist das? Ich weiß ja nicht mehr, was das ist. Ich sehe die Spikes. Das wollte ich nicht. Ja. Sollen wir die nicht pflücken? Oh, was? Ich werde gar nicht mehr aufzuschießen. Was tut der jetzt doch? Nervensäge. Nee. Schnell weg hier. So, was sind das für Dinger? Okay, die fahren Spikes aus. Natürlich. Ach, come on. Dieses Half-Life. Ich brauche ein Ding. Ein Schlüssel dafür. Wie kriege ich denn jetzt den Schlüssel her? Geil, ich habe einen Außenposten in FTL beschützt. Und die so, hier, nimm all unser Zeug, danke Mann. Ja, siehst du? Fühlt sich gut an, oder? Oh, wirklich. Warte mal. Jetzt doch wieder so ein Rubbelei. Komm. Warum gehen die den. Aha! Gefunden. Na, da geht's raus. Aber unten, nee, auch noch was? Nimm dich in 8. Sektor 2, Herr Epsi. Herr Epsi ist auf dem Weg. So. Der FTL will euch Knabberzeug nebenbei. Es ist super, ich bin Profi. Zwischen den Spikeboss hast du versteckt. Ja, hab ich gefunden. Guck mal. Ohne dich zu lesen, ja. Aber der FTL ist so gut. So, was haben wir denn hier? Ich ignoriere jetzt ganz viel von dem Collectible-Stuff, weil es irgendwie bringt mir da nichts. Habe ich das Gefühl. Und Highscore-Jagden sind mir halt legit egal.
Hey, du da. Du bist ganz schön weit von deinem Dorf entfernt, kleiner Slime, der Täler. Wie heißt du, Fremder? Ich heiße Slimy und komme aus dem Dorf von Marslime. Ich bin auf der Suche nach einem Freund, der in eurem Wald verschwunden ist. Habt ihr einen alten Slime gesehen, der auf den Namen Dreiarm hört? Nein, wir haben hier schon so lange niemanden mehr aus deinem Dorf gesehen. Viel Glück bei der Suche, mein kleiner Freund. Guck mal, ich hänge mich an dich ran. Im wahrsten Sinne. Und das rummachen. Das Knutschen. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Da ist er doch! Hallo? Dieser Dreiarmige da heißt bestimmt nicht Vierarm. Guten Tag, kleiner Slime der Taylor. Was machst du so weit fort von zu Hause? Wir sehen hier nicht oft Slimes wie dich. Ich bin auf der Suche nach meinem Freund Dreiarm. Er ist ein alter Slime der Taylor. Ja, aber das ist doch ein... Auch er ist dem Ruf gefolgt. Alle Slimes verschwinden hinter dem Wald, wenn sie dem Ruf folgen. Du wirst ihn nicht finden, aber du läufst Gefahr, dich zu verirren. Genau wie Aria. Gib's auf, mein kleiner Freund, und geh nach Haus. Es ist besser für dich und die Deinen, die sicher schon auf dich warten und nach dir suchen. Okay, lass heimgehen, Game Over. Das waren die Adventure von Mr. Slime Junior. So ein paar will ich halt schon mitnehmen, die halt obvious auf dem Weg liegen. Dass ich die Dinger aber nicht einsammeln kann mit meinen Händen, ist die größte Frechheit. Da muss ich jetzt loslassen. Und die Fresse halten, weil ich sonst vorbeiflieg? Die kriege ich jetzt gut nicht. Ach, wo muss ich denn hin? Ich habe gar keinen Anhaltspunkt gerade. Oh, der sieht aber richtig genervt aus. Kannst du uns helfen, kleiner Slime? Unsere Kinder sind im Wald verschwunden. Ah, sie hat sich auf die Suche nach ihnen begeben. Okay. Immerhin endlich mal eine Quest. Oh, das ist eine Sackgasse. Oder? Diese weißen kleinen Spinnwebenartigen. Ne? Nein. Diese Lootbehältnisse übersehe ich halt gern. Noch so einer. Hallo. Im Wald gibt es Gegenden, in denen kein einziges Geräusch zu hören ist. Und fällt auch kein Baum um. Die Tiere werden verrückt und rennen aus dem Wald. Am Waldrand müssen seltsame Dinge lauern, die sie verstecken. Menschen. Die jungen Slimes aus dem Dorf sind Aria gefolgt und verschwunden. Viele andere Slimes haben sich auf die Suche nach ihnen begeben. Sie müssen sie unbedingt finden. Wenn Aria nicht weggegangen wäre, um ihrem Vater zu folgen, wäre sie niemals nachgegangen. Hoffentlich ist ihnen nichts passiert. Es geschehen im Augenblick so viele seltsame Dinge im Wald. Aria sollte langsam wissen, dass man nichts machen kann, wenn ein Slime verschwindet. Ich hoffe, sie wird uns helfen, die anderen zu finden, anstatt sich auf eine Suche zu begeben, die von vornherein aussichtslos ist. Wie wäre es, wenn ihr einfach sagen würdet, was passiert, wenn die Leute dem Ruf folgen?
Dann würden nicht alle gehen und neugierig sein. Sag doch einfach, dass sie tot sind. Das ist wie der Goldfisch. Ja, der ist jetzt auf einer Wiese mit anderen Tieren, mit anderen Goldfischen. Also geht das nicht auf? Geht das auf? Nee. Why? Nee. Warte, ich muss zu den dreien hin, ne? Ich helfe euch suchen. Macht ihr mir das Tor auf? Entschuldigt. Aber ich bin auch auf der Suche nach jemandem, der auf geheimnisvolle Weise verschwunden ist. Er ist tot. Tut mir leid, Kleiner. Ein kleines Slime-Detail. Aber hier verschwinden im Moment sehr viele Leute. Rede einmal mit Doslei. Er ist vor ein paar Minuten ins Dorf zurückgekehrt. Vielleicht kann er dir helfen. Wo finde ich ihn denn? Bei ihm zu Hause, am oberen Rand des Dorfs. Wirklich. Der ist angedotzt. Ich habe gehört, Sie sind gerade aus dem Wald zurückgekommen. Ich bin auf der Suche nach einem Slime, das in Tälern kommt wie ich. Nur ist er älter. Ich bin nicht so weit gegangen, aber vielleicht kann Aria dir helfen. Wer ist Aria und wo kann ich sie finden? Aria ist die Tochter unseres Dorfoberhaupts. Aber erst vor ein paar Tagen Was? Aria ist die Tochter unseres Dorfoberhaupts, aber er ist vor ein paar Tagen verschwunden. Also, aber er ist vor ein paar Tagen verschwunden und Aria hat sich auf die Suche nach ihm begeben. Jetzt sucht sie nach den Kindern, die sich verirrt haben, als sie ihr folgen wollten. Wenn du in den Wald gehst, wirst du sie sicher finden. In welche Richtung muss ich gehen, um sie zu finden? Geh da lang. Aber achte auf die Kreaturen, die im Wald umherschleichen. Dann zu spät. Wir sind hier immer noch welche. Nein, halt dich doch fest. So. Ah. Ah, dieses nach unten guckt, das geht so auf den Nacken.